Willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der, ja, auf der Kolonie, ist falsch gesagt, in der Kolonie Horizon, wo die Kollektoren ihr Unwesen treiben. Ich schaue mich erstmal hier ein wenig um, denn wir wollen ja nicht zu schnell entdeckt werden. Momentan keine Kollektoren zu sehen. Ist das Rasenmäher? Na, scheint so. Oh, da vorne sind sie. Ich werde mich persönlich darum kümmern. So muss es sein. Siege unter schwerem Beschuss. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Okay, wir brauchen auf jeden Fall andere Geschütze, die wir da aufreißen müssen. Brandmunition ist genau das Richtige. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Ich werfe sie um. Komm schon, komm da hinten hervor. Verrecke! Nee, wir müssen zurück. Ich muss zurück, damit ich wieder auf meinen Blaster komme. Alter, wenn diese Viecher die Kollektoren übernehmen, ist richtig übel. Und die blöden Seeker schwirren hier immer noch rum. Ich will erstmal die Räume hier durchsuchen. Wir wollen ja nichts hier rumliegen lassen, was vielleicht wichtig sein könnte. Dann haben wir eine Energiezelle. 130 Munition für schwere Waffen, das ist genau das Richtige. Das ist nämlich unsere Energiewaffe von den Aliens. So. Und dann schauen wir uns jetzt mal das da oben an, den toten Kollektor. Damit lässt sich was anfangen. Biotischer Schaden, okay. Warum sehen wir eigentlich nur so wenige gefrorene Menschen? Wurden vermutlich mittlerweile auf das Schiff der Kollektoren verladen. Wir sollten uns beeilen. Ja, das ist wohl wahr, aber... Wie kommst du jetzt dahin? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es doch einigermaßen geskriptet ist. Und ich daher trotzdem noch Zeit habe, die Sachen hier zu besorgen. Und brauchen wir ein paar Credits dazu gewonnen. Da liegt Munition. Haben wir alles voll, okay. Nun gut, dann gibt es jetzt nur noch einen Weg für uns. Und der heißt durch die nächste große Tür spazieren. Und wahrscheinlich wieder ein paar Massen an Gegnern. Okay, wir müssen erstmal umgehen, dann machen wir das mal eben. Das war der Richtige, das ist auch der Richtige. Zack, zack, sehr schön. Oh, Kacke, das ist ein richtig großes Feld hier. Na gut. Müsste sie ausbremsen. Haben die Schilde verloren. Nachladen. Das ist hässlich. Was? Ihr Drecksäcke!
Die kümmern sich auch nicht, meine Kollegen, dass die... Oh, Grunt liegt schon da. Verdammt. Ich hab doch gesagt, ich hasse diese Husks. Drecksviecher. Elende Drecksviecher. Oh. Mann. Ich hab mich wieder zu sehr auf die Dicken konzentriert. Einheit. Scheiße! Fuck, Alter! Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich habe auch vergessen, wo ich laufe, wo ich renne. Ist doch alles scheiße. Ich glaube, ich muss die Partikelwaffe rausholen. Das geht nicht anders. Von Anfang an auf die Partikelwaffe. Und die dicken Drecksäcke abknallen. Einigkeit, da liegt er schon wieder auf dem Boden, hab ich schon wieder gesehen. Da ist der Transmitter. Tief durchatmen erstmal. Wir schauen uns erstmal hier um, bevor wir uns an den Transmitter ranmachen. Mehr Munition, sehr schön. Es war auf jeden Fall richtig, dass wir diesmal direkt auf die dicke Knarre gegangen sind. Anders hätten wir die auch nicht gelöst. Nun gut, hier scheint nicht mehr viel zu sein. Wir gehen hier nochmal kurz hoch. Da ist noch Medigit. Jetzt haben wir wieder volle Einigkeit. Das heißt, wenn nachher einer fällt, kommen wir das hin. Und los geht's. Computer hacken. Ich freue mich. Das ging schnell. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Zeit, diesen Dingern zu zeigen, dass wir genauso gut austeilen wie einstecken können. Edie, bringen Sie die Verteidigungstürme online. Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Ja, die Kollektoren werden versuchen, das zu verhindern. Gut. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Okay, wohin gehen wir? Irrelevant. So muss es sein. Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Leichter gesagt als getan.
noch einer. Das war's. Schnell Munition einsammeln. Da kommen noch mehr. Es ist immer so, dass noch mehr kommen. Ja, das glaube ich auch. Das war noch lange nicht alles. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Da kommen noch mehr. Wir haben wohl ihre Aufmerksamkeit erregt. Übernehme Kontrolle. Haltet Shepard auf. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Und unten bleiben. Das erwartet sie. Schnell Einigkeit, damit die wieder geheilt werden. Schiffsabwehrbatterien bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen. So, Anulaninstoß. Schnell Munition hier einsammeln. Bereit machen, da kommen gleich noch mehr. 50 Schuss habe ich nur noch mit dem Dicken. Verdammte Kacke. Alter, was? Edi, wir brauchen das System online. Ein neuer Gegner. Was immer das ist. Nicht schießen, Shepard! Wir brauchen die Alien-Waffe. Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Mein Angriff war wirkungslos! Okay, die Master Betäubungsschuss. Auf den Boden und unten bleiben. Mit Schiffsabwehrbatterien auf Kollektorenschiff. Mein Angriff ist weg, 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 weg hier. Das Drecksteam geht mir langsam auf die Eier. Verreck endlich! Nein! Wir waren noch kurz vom Ende! Oh, fick dich! Alter, wir waren so kurz davor! Mieses verschissenes Alien-Drecksding. Ich werde wütend. Und wenn ich wütend werde, laufe ich grün an. Starten wir wenigstens jetzt bei dem Alien-Vieh. Ja. Wie viel Munition habe ich? Na gut, 50, das bleibt. Mein Angriff war wirkungslos. Das wird ein harter Treffer. Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Komm schon, dann weg endlich. So, Einigkeit, wir brauchen wieder ein bisschen Munition und ja. Feuere mit Schiffsabwehrbatterien auf Kollektorenschiff. Thank you.
verreck endlich. Das Schiff ist gewaltig. Wie sollen wir das denn bitte aufhalten? Die halbe Kolonie ist da drin. Sie haben Egan und Sam und Lilith. Tun Sie was! Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Es war ein guter Kampf, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Commander Shepard. Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan, zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, Sie wären tot, Commander. Das dachten wir alle. Die Wiedersehensfeier muss noch warten. Cerberus hat mich zurückgebracht, um Angriffe wie diesen zu beenden. Sie sind jetzt bei Cerberus? Garrus auch? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? Heißt das, Sie wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde. Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Unsere Kolonien verschwinden. Die Allianz kümmert sich nicht weiter darum. Cerberus ist die einzige Gruppe, die in der Sache etwas unternimmt. Unsinn. Ich weiß, was Cerberus ist. Sie sagen, die Menschen gingen vor, aber zu welchem Preis? Ich wollte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Ash, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Was ist, wenn Sie dahinter stecken? Was ist, wenn Sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Verdammt, Williams. Sie sind so auf Cerberus fixiert, dass Sie die tatsächliche Bedrohung völlig ignorieren. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Oder aber Sie glauben, Cerberus etwas zu schulden, weil die Sie gerettet haben. Vielleicht liegt's an Ihnen. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Ja. Eigentlich könnten wir sie gebrauchen, ne? Dass sie mehr an unserer Seite kämpfen. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Ash. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich mag Aliens zwar nicht, aber Cerberus ist extremistisch. Für so eine Gruppe würde ich niemals arbeiten. Leben Sie wohl, Commander. Viel Glück. Dann fick dich doch. Im ersten Teil bist du eh verreckt. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie.
Das war unser erster Kampf gegen die Kollektoren. Wir haben eine neue schwere Waffe bekommen, den Partikelstrahler. 10% biotischer Schaden, 10% mehr Gesundheit für uns. Und ein bisschen Platin am Ohr bekommen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt gibt es wahrscheinlich eine Besprechung nach dieser Mission. Ich weiß nicht, ob es hier so gut ausfallen wird, aber Grunt und Garrus haben sich ziemlich gut angestellt. Nur ich nicht. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Ash sagte, die Allianz hätte einen Tipp über mich von Cerberus bekommen. Waren Sie das? Möglicherweise ließ ich durchblicken, dass Sie am Leben sind. Und bei Cerberus. Sie haben das Leben meiner Freundin, meiner Crew und der gesamten Kolonie riskiert, nur um die Kollektoren dorthin zu locken? Ein kalkuliertes Risiko. Ich hatte den Verdacht, dass die Kollektoren nach Ihnen oder Bekannten von Ihnen suchen. Das hat sich nun bestätigt. Ich sagte doch, ich würde nicht rumsitzen und abwarten, während Reaper und Kollektoren immer stärker werden. Außerdem hätten sie irgendwann sowieso wieder eine Kolonie überfallen. Und ohne Hinweis darauf, welche, hätten sie alle verschleppt. Wir müssen dafür sorgen, dass sie niemanden mehr verschleppen. Genau aus dem Grund müssen die Kollektoren aufgehalten werden. Deshalb machen wir das alles, Shepard. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein. Und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das Gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Das geht Sie gar nichts an. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard. Sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Ich werde dafür sorgen, dass Sie bereit sind. So oder so. Die Kollektoren werden nicht mal wissen, was Sie niedergestreckt hat. Ich vertraue darauf, dass Sie wissen, was Sie tun. Ich will nur, dass Sie Ihre Chancen realistisch sehen. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. 3 weitere neue Mitglieder. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Beschäftigt sie etwas? Nein, es ist nur, wir kommen wahrscheinlich nicht zurück, selbst wenn wir es schaffen. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden, Sie verstehen? Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Wir haben den Kollektoren einmal schön in den Arsch getreten, so wie es das gehört. Ich bin gespannt, wer die neuen Dossiers alle sind. Also wir sehen gerade Saint Cryos und Sana. Wir dürfen gespannt sein, wer da alles dazukommt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mass Effect 2.